Empörung in Neu-Delhi nach dem Urteil gegen den jüngsten Gruppenvergewaltiger vom vergangenen Dezember. 3 Jahre Haft. Die maximale Strafe bekommt der damals 17-Jährige. Wegen seiner Minderjährigkeit wurde bei ihm noch Jugendstrafrecht angewendet. Für die Mutter des Opfers ein schwerer Schlag. Wir sind nicht glücklich mit dem Urteil. Wir wollten, dass er gehängt wird. Denn das Verbrechen, das er verübt hat, ist das eines Erwachsenen. Deshalb sollte er auch bestraft werden wie ein Erwachsener. Im Dezember 2012 hatte der heute 18-Jährige gemeinsam mit 5 weiteren Männern eine 23-jährige Studentin in einen Bus gelockt und dort stundenlang vergewaltigt. Auch ihr Freund, mit dem sie gerade aus dem Kino kam, wurde misshandelt. Das Mädchen erlag einige Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Einer der Angeklagten starb 4 Monate nach der Tat aus ungeklärter Ursache in seiner Zelle. Die übrigen Männer sollen ebenfalls bald verurteilt werden. Ihnen droht die Todesstrafe. Der Fall hatte in Indien zu einer Welle des Protests geführt. Das nun gefällte Urteil gegen den jüngsten Gruppenvergewaltiger dürfte die Wut im Land erneut entfachen. Yes, yes, Dominico. Yes, yes.